Hallo liebe YouTuber. So, heute geht's wieder zu einem echten Adventsvideo. Zum einen habe ich heute Post bekommen, da gibt es gleich eine richtig tolle Überraschung. Und zum anderen, man kann es schon ahnen, vier Gläser, es gibt den ersten Adventskranz. Zwar ein Adventskranz der etwas anderen Art, aber heute kommt der erste. Einer von vielen, weil ich habe mir viele Gedanken gemacht. Aber vorher zeige ich euch mal, wie schön wir unsere Adventssachen hier eingeräumt haben und was wir alles sortiert haben, was es Schönes gibt. Also es ist eine ganz tolle Grundlage für viele, viele Arbeiten, viele, viele Videos. Kommt einfach mal mit und ich zeige euch mal, wie das erstmal entstanden ist und dann, wie es jetzt hier schön aussieht. So oft im Leben braucht man immer erstmal ein gepflegtes Chaos, bis dann Ordnung entsteht. Und so ähnlich sieht es jetzt hier aus. Nicht immer wie im Video, sondern wir räumen jetzt einfach mal hier auf. Unser Büro, das ist jetzt umgezogen in das alles wunderbar hier, schön ordentlich beschriftet am Drucker ist. Und ansonsten herrscht hier noch gepflegtes Chaos. Wir arbeiten, wir bauen Schächtelchen, wir füllen Gläser, wir räumen total um und es gibt hier die Nüsse und Zimtstangen und ansonsten suchen wir, genau, ich laufe jetzt hier einfach mal drum rum, wir suchen jetzt hier ganz viele Gefäße und unser Büro war bisher hier, da sind jetzt leere Regale, super, die können wir gleich nutzen und es werden jetzt hier die Schätze ausgepackt, die dann auch hübsch gemacht werden und wir haben so schöne Sterne. Aber die Fortsetzung, die kommt, wenn wir unser Chaos beseitigt haben. Wir brauchen jetzt hier nämlich einfach noch Zeit. Und es ist nicht immer alles schön, aber aus Chaos wird auch was Schönes. Das habe mittlerweile auch ich gelernt, wie toll das dann wird und was man dann so Schönes noch alles birgt. Willkommen im Reich der Vorräte bei Flowerstyle. Unsere ganzen Regale, die waren alle mit 1000 Sachen belegt. Und wir haben hier ganz viel Platz gemacht. Und es ist nicht so einfach, Dinge zu räumen, wenn alles schon voll ist. Aber das macht nichts, wir haben das geschafft. Und wir haben hier also so richtig schöne, diese Totenkopfzäpfchen nennen die sich ja, ist eine Zypressenart. Wir haben hier Apfelscheiben, da kommen noch die nächsten dazu. Ja, wir haben hier Orangenscheiben, damit man erkennen kann, was hier drin ist. Dann haben wir immer die Schächtelchen mit einem davon beklebt. Ja, dann gibt es hier Nüsschen. Diese kleinen Nüsschen sind zum Beispiel wunderschön, um die in Gläser zu streuen, um die Kerze rum. Sieht im Herbst toll aus und auch an Weihnachten sehr schön mit ein paar Sternen dazwischen. Zimtstangen, weitere kleine Zäpfchen, diese Mini-Zäpfchen, die Erlenzapfen. Was für Träumchen, ja, wie wunderschön die sind. Ganz toll. Ja, dann haben wir auch ganz viele Arten von Sternchen. Da haben wir hier ganz viele Gläser. Also hier verbergen sich wahre Schätze, die wir hier alle so gebunkert haben. Hier sind ganz viele Kokossternchen in Weiß, Silber, Rot, Natur, in größer. Ja, und damit wir auch uns gut zurechtfinden, haben wir die Schächtelchen noch beklebt mit allem, was drin ist. Haben uns also wirklich viele, viele Gedanken gemacht, dass wir für die kommenden Wochen, wenn hier so richtig der Sturm tobt, ja, wie wir hier einfach eine tolle Arbeitsgrundlage haben. Die Anissternchen, die liebe ich auch, die kommen nämlich gleich im Video vor. Ja, und so Zapfenarten. Wir haben wunderschöne Bänder, ganz tolle weihnachtliche Bänder, Filztierchen. Und dann kommt hier noch die große bunte Welt der Kugeln, ja. Hier sind alles, das sind jetzt alles kleinere Kugeln, spezielle Formen mit Herzchen, ja, alle nach Farben sortiert. Und das Ganze, hier sind auch noch Äpfelchen, ja, die wir auch drauf machen. Und dann gibt es natürlich, weil die paar Kugeln, die reichen ja überhaupt nicht aus für unsere ganzen Zwecke. Hier gibt es noch mehr Kugeln. Das ist jetzt allerdings nur ein Teil, weil ich werde tatsächlich nochmal einkaufen gehen müssen, weil auch das reicht nicht aus. Aber wir haben da schon mal viele Vorräte und haben schon mal toll sortiert. Hier gibt es noch mal was sehr Schönes. Das ist Canella, heißt das. Das ist so eine Beerenart. Das sind so rote Beeren. Die sind auch wunderschön, wenn man die auf die Adventskränze legt. Vor allem, wenn man das so in der Schwungform entlang legt. Ganz, ganz tolle Materialien. Also man sieht, es ist hier immer viel da und wir verstecken auch immer viel. Man sieht es gar nicht auf den ersten Blick. Ja, hier ist zum Beispiel silberner oder ja, man könnte es auch in einem
Nee, es ist Silber, es ist kein Gold, ja. Eukalyptus, also der ist komplett durchgesprüht, komplett gefärbt. Der hält auch tatsächlich. Ja, ist auch ein richtig, richtig, richtig schön. Und dann gibt es natürlich für Weihnachten auch, oh, es fängt gleich alles an zu glitzern. Es gibt hier silbernen Korallenfarn. Ich nehme den jetzt nicht auseinander, weil sonst ist der ganze Boden hier silber. Das will ich jetzt ehrlich gesagt vermeiden. Und für größere Arbeiten haben wir auch noch was Tolles. Da haben wir diese schönen langen Zimtstangen. Ja, die ganz langen. Die sind wunderschön. Das ist jetzt mal so die Dekoabteilung. Und wir haben natürlich auch alle Kerzen einsortiert. Aber die Kerzen, die zeige ich euch im nächsten Video. Zeige ich euch mal meinen Kerzenschrank. Heute machen wir mal ein Adventsvideo, einen Adventskranz. Ich nehme schon mal ein paar Sachen dafür mit. Ich würde mal die Anissternchen mitnehmen. Ich hätte gerne Zimtstangen dafür. Da nehme ich einfach mal eine Handvoll so mit. So. Und des Weiteren nehme ich schon mal Orangenscheiben mit. So, ich hoffe, dass mir das jetzt alles reicht. Ja, das ist schon mal fürs Erste. Und dann geht es mal in den Arbeitsbereich. Zum ersten Adventskranz. Aber ich habe euch ja eigentlich versprochen, erstmal, dass ich Post bekommen habe. Fand ich ja auch sehr spannend. Gucken wir doch mal, was da drin ist. Ich habe also echt eine super Neuheit. Habe ich mich total gefreut. Habe natürlich schon mal geguckt, ich gebe es zu. Aber ich musste das jetzt noch mal spannend machen für euch. Ich habe ganz tolle Feuerzeuge bekommen. Das sind elektronische Feuerzeuge. Und das ist echt eine ganz irre Geschenkidee oder auch eine ganz tolle Sache für, ja, für Weihnachten, jetzt auch für den Herbst. Da ist ein USB-Kabel dabei. Das ist interessant für ein Feuerzeug. Okay, so packe ich das mal aus, das Ganze. Und also im Moment ist es jetzt geladen und ich habe das noch in mehr Farben bekommen, in Rosa. Dann ist es in so einem, ja, so ein leichtes, wie so ein Goldmatt. Ja, dann gibt es es auch noch in Schwarz. Und dann gibt es es auch noch in, ja, Blau, wie so ein Eisblau. Ja, diese, also fünf Farben. Total schön. Und das Irre ist, das ist ein elektronisches Feuerzeug. Das hat also keinen Tank. Ich mache das jetzt mal an. Man sieht, es leuchtet, es ist an. Ja, es ist also so eine Sicherheitssperre. Und das ist ein total umweltfreundliches Feuerzeug aus Edelstahl und hat auch kein Feuerzeuggas, ja. Sieht jetzt hier ist offen und tara, da gibt es jetzt also so einen Funken, dass dieses Feuerzeug angeht. Und das Schöne ist eigentlich auch, dadurch, dass das ja elektronisch dieser Funke hier überspringt, kann man das sogar bei starkem Wind benutzen oder bei leichtem Regen. Und man muss es also gar nicht. Man muss das gar nicht mit einem Feuerzeugbenzin laden, sondern das ist wirklich, das lädt man, indem man hier dieses Kabel hier hinten ansteckt und das in der Steckdose lädt. Coole Geschichte. Habe ich noch nie gesehen, sowas. Und ich kann es euch auch mal zeigen. Ich habe es dann also mal ausprobiert und habe gedacht, okay, gucken wir mal. Und jetzt muss ich natürlich kurz dieses Wachs schmelzen. So, zack. Und an ist die Kerze. Ja. Also es ist eine ganz tolle Geschenkidee für Weihnachten. Das gibt es auf Amazon und ich verlinke euch den Bestelllink. Und es kostet je nach Farbe 10,99 oder 11,99. Und ich kann euch auch noch einen 10% Rabattcode, mache ich euch dafür rein. Bekommt ihr Rabatt? Ich fand es total cool. Ja, und ich fand jetzt auch diesen Umweltgedanken, dass ich eben nicht das Feuerzeug dann wegschmeiße oder so, sondern dass man das so lange benutzen kann, fand ich total klasse. Ja, also die Kerze, naja, die lasse ich jetzt mal hier, da kann man schon mal ein bisschen, kann man sich ein bisschen einstimmen. Die Feuerzeuge lasse ich auch hier vorne mal liegen. Und mein Gedanke war heute, dass wir mal einen etwas anderen Adventskranz machen. Wir machen jetzt keinen Adventskranz, einen klassischen runden, sondern
Ich habe schöne, richtig dicke Gläser. Ihr kennt ja meine Vorliebe für dicke Gläser. Ich mag das, wenn die so robust sind und wenn die eben nicht so schnell kaputt gehen. Und ich dachte mir, ich nehme heute einfach mal 4 Gläser und mache diese Gläser hübsch. Und damit diese Gläser auch gut stehen und damit ich die gut auf den Tisch irgendwo stellen kann, ist es immer schön, einen Filz drunter zu machen. Man sieht, ich tue es auf die Arbeitsplatte und es macht kein Geräusch. Das heißt, um diese Schieferplatten, ja, die ich als Basis nehme, um meinen Tisch zu schützen, dass die Schieferplatten nicht auf dem Tisch kratzen, gehe ich her und mache an die Schieferplatten einfach ein bisschen Filz drunter. Ja, so 2 Streifen genügen. Die Farbe ist eigentlich völlig egal, weil das sieht eh kein Mensch mehr. Das ist ja nur unten und das ist jetzt wirklich nur dafür da, euren Tisch zu schützen. So, den Schiefer zuvor aber ein bisschen sauber machen. Schiefer macht auch gern Dreck, aber das ist jetzt natürlich toll, wenn der Tisch so schön geschützt ist. Und eigentlich ist es jetzt auch schon schön. Natürlich muss ich mir mein Teelicht dazu in das Glas denken. Oh nein, nicht falsch. Gibt's doch gar nicht. So. So. Genau. Also so sieht es dann aus, das Glas mit dem Teelicht. Das Ganze 4-mal. Aber vorher war mein Gedanke, möchte ich eigentlich ganz gern diese Gläser nochmal weihnachtlich dekorieren. Und dazu habe ich mir schöne Drähte mitgebracht, ja, in Orange und in Rot. Und dazu passend Orange natürlich auch die orangen Scheiben. So, und Moment, brauche ich noch eine gute Baumschere. Und ich bin ja immer ein Freund davon, so kleine, ja, so angedrahtete Ketten, ja, zu machen. Und da habe ich mir jetzt ein paar Sachen vorbereitet. Ich möchte gerne die Zimtstangen andrahten. So, jetzt habe ich leider bei der einen ein bisschen Brösel. Okay, das ist das Risiko. Schöner ist es natürlich, wenn die Stange, zack, sich in einem teilt. Also man sieht immer, sowas kann auch mal passieren, dass einem das Material zerbröselt. Das ist mir leider jetzt passiert. Ich nehme die Orangenscheiben und viertel die Orangenscheiben. So, mache also die Orangenscheiben ein bisschen klein. Und dann hätte ich natürlich gar noch Anissternchen, weil die finde ich herzallerliebst. Die sind total goldig. So, dann nehme ich meinen Draht. Und ach, genau, ich habe noch das Wichtigste vergessen. In Gedanken an die liebe Renate, die mich ja gefragt hat, sie hat Piniennadeln. Das sind jetzt leider nur Kiefernadeln, aber Pinie ist ja ein bisschen länger. Renate hat gesagt, was mache ich mit Piniennadeln? Ich sage, okay, das Video kommt, hier ist es. Wir wollen natürlich auch was Grünes dabei haben bei dieser Deko. Und ich habe jetzt diese Nadeln und reiß die auch erstmal ab, weil ich möchte ja die Nadeln verwenden. Und das war ihre Frage. Sie hat gesagt, ah, was kann ich denn damit anstellen? Ich habe zu ihr gesagt, mach sie erstmal in Gefrierbeutel, mach sie schön feucht und leg sie in den Kühlschrank. Und im Video kommt dann die Idee dazu. Hier ist sie. So, also wir haben jetzt wieder ihren Draht, also einen Basteldraht. Da mache ich euch auch den Bestelllink nochmal rein. Den gibt es bei Floristik24 in ganz vielen Farben. Die sind wunderschön. Und ich lasse ein Stückchen erstmal am Anfang lasse ich erstmal Platz sozusagen, weil ich muss das ja später, muss ich auch diesen Draht mit dem anderen Ende wieder zusammen machen. Ich mache jetzt bewusst, damit dies optisch sehr schön ist, so eine kleine Drahtstelle. Ja? Und dann nehme ich, und das ist jetzt noch, also ich habe den jetzt rumgewickelt, und dann drehe ich die Piniennadeln, verdrehe das so, und ich habe jetzt also so ein kleines Piniennadelpäckchen, nein, Pinien sind Kiefernadeln bei mir, Entschuldigung. Aber ich habe jetzt so ein kleines Päckchen. Ja? Dann gehe ich her. Als nächstes nehme ich mal eine Zimtstange. Ich habe die bewusst klein gemacht, weil wenn die jetzt so lang wären, dann sind die nicht so schön wie diese kleinen halbierten. Ich finde, das soll so goldig und so eine Spielerei sein. Und dann sieht es natürlich schöner aus, wenn die Zimtstange halbiert ist. Und ich umwickel die Zimtstange und ja,
Und dann am Schluss verdrehe ich es fest. Ich glaube, ich zeige das nochmal so ganz langsam. Also ich gehe jetzt her, nehme so ein Bündchen Nadeln, ja, und mache den Draht, mache eine schöne farbige Drahtstelle. Dann nehme ich mit beiden Fingern hier den Draht und mache das natürlich schön fest und drehe einmal dieses Päckchen hier fest. Ja, so. Sieht, also ich habe jetzt schon so eine ganz lustige Kette. Das Ganze kann ich jetzt natürlich noch ein bisschen weitermachen. Ja, okay. Ich mache jetzt hier nur Kiefernadeln und Zimtstangen. So, dann bin ich hier bei Glas 1 und lege mein kleines Mobile, nenne ich das jetzt mal, lege das einfach um das Glas, kann auch mit dem Draht nochmal ganz locker drumherum gehen. Und falls ich noch eine Spielerei möchte, kann ich auch nochmal mit dem Draht nochmal eine Zimtstange nehmen, drahte die nochmal an. So, kann auch die Stückchen, die können wir auch benutzen. Die muss man nicht wegwerfen. Es wird ja sehr vieles verwendet. Und kann da einfach nochmal so eine kleine Spielerei machen, dass es so nach unten abfließt. So. Und so. Und dann mache ich erstmal den Draht fest an meiner Drahtrolle. Schneide den ab. So, und kann theoretisch nochmal so als kleine Spielerei, Spielereien finde ich ja immer schön. Ich gehe her, nehme ein Stäbchen, ein glattes Stäbchen, ja, ist egal was, kann auch ein bisschen größeren Durchmesser haben, wickel den Draht drauf und nehme das dann runter und habe hier dann so eine schöne Spielerei. Ich hoffe, man sieht es gut genug. Sieht man es in der Kamera? Ja. Ja, super, genau. Dann habe ich so eine kleine Spielerei, die da noch so abfließt. Und ich würde sagen, die erste Advent ist schon mal fertig. Ja, und also mit Draht lassen sich ganz tolle Deko-Elemente machen. Kann auch einen Bleistift nehmen und das Ganze dann auffädeln. Zum Beispiel. So. Dann habe ich jetzt noch gar nicht verwendet meine Orangenscheiben. Ich habe ja eigentlich Orange extra passend zu den Orangenscheiben gewählt. Und ich denke, es muss auch nicht jedes Glas identisch sein. Und was also ganz süß ist, sind Anissternchen und Orangenscheiben. Das heißt, auch bei den Anissternchen gehe ich wieder her und habe hier so eine schöne dekorative Drahtstelle. Und ich nehme natürlich aber bei den Anissternchen die Seite, dass die sichtbar ist und nicht die. Ja, hier gibt es auch immer eine schöne und eine, die andere ist jetzt nicht hässlich, aber die eine ist halt so dekorativ mit diesen geschlitzten Fächern, mit diesen Seiten. So, ja, also ich drahte die Anissternchen wieder nach dem gleichen Prinzip, drahte ich die an. Und die Orangenscheiben, die kann man nämlich auch toll andrahten. Da gehe ich einfach her, das kann ich jetzt nochmal vorbereiten. Ich mache einfach so einen kleinen Schlitz in die Mitte. Ja, schneide ich mir nochmal, weil ich muss ja um die Schale rum drahten. Weißt, ich schneide die jedes Mal an, aber natürlich nicht die Schale durch, sondern nur das Fruchtfleisch. So, nehme ich mir jetzt mal 4 Stück. Gehe mit dem Draht in diese Orangenscheibe. Und das ist übrigens auch eine Deko, die man für ganz, ganz, ganz vieles nutzen kann. Ja, das ist nicht nur für Orangenscheiben, so, da werde ich euch noch viel zeigen. Aber heute dekorieren wir erstmal diese Gläser schön. Ja, erstmal Schritt für Schritt, weil da habe ich noch tolle Ideen und was man damit machen kann mit diesen spielerischen Drahtketten, mit diesen weihnachtlichen Elementen. Und wenn man diese Anissternchen verarbeitet, ah, die duften auch so toll. Die sind ganz, ganz reizend. Und es ist natürlich auch hier der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich kann jetzt hier, ob ich hier Zimtstangen und
Kiefernnadeln und Orangenscheiben alle kombiniert nehmen oder ob ich die Gläser verschieden mache, das bleibt euch völlig überlassen. Aber ihr habt ja immer so tolle Ideen und manche zeigen ja auch Bilder oder auch am besten auf Instagram posten mit Erwähnung von meinem Kanal Flower Deko Tipps. Und dann kann ich das auch reposten in meiner Story, falls ihr auf Instagram seid. Das ist natürlich total cool. Vielleicht sind es auch eure Enkel. So, wenn ich das jetzt hier so rumrum mache, ich mache das jetzt also nicht so ganz fest, ja, sondern ich lasse es bewusst, genau, schon haben sie sich verhakt. Ich wollte das bewusst so ganz locker lassen, dass die auch an dem Flaschenhals so entlang fallen. Und man kann ruhig auch den Draht, so wie ich es vorhin gerade gemacht habe, den Draht auch nochmal so lässig, ja, lässig ein bisschen als Spirale, als dekorative Spirale gestalten. So. Also, das ist jetzt mal. Und zusätzlich könnte man natürlich auch, wenn man jetzt viele hat, oder man könnte entweder Sand in die Gläser machen oder man könnte natürlich auch diese Elemente hier aufgreifen und einfach Orangenscheiben unten in das Glas reinlegen, zum Beispiel so als optische Wiederholung. Das Einzige, warum ich jetzt eigentlich nichts ins Glas machen wollte, ist, alle diese Materialien sind natürlich auch brennbar und irgendwann wird es auch ein bisschen trocken. Und wenn die Kerze dann schön heiß ist im Glas, dann kann es auch sein, dass die Deko im Glas brennt. Und deswegen ist es am einfachsten zum Thema Brandschutz, wenn man einfach gar nichts ins Glas reinmacht, sondern sich auf die Deko beschränkt, die außenrum am Glas zu machen. So, also ich habe jetzt, wir haben da jetzt einen Schnelldurchlauf gemacht, weil wir wollten euch ja nicht langweilen. Es dauert nämlich doch ein bisschen, bis man diese schönen Lichterkettchen, ja, wir sagen immer gedudelt, sagt immer die Kollegin, ja, bis man die so zusammengezwirbelt hat. Gezwirbelt auf Hochdeutsch, genau. Ja, und dann haben wir jetzt auch unsere Gläser und die setzen wir jetzt hier auf Schieferplättchen. Ich habe jetzt einfach mal, damit es einen schöneren Kontrast hat, statt meine olle Arbeitsplatte zu nehmen, habe ich euch jetzt mal ein schönes rotes Papier auf den Tisch gemacht. Und also von den Gläsern her gibt ja immer so ein paar Hinweise. Also dieses Ganze, das ist natürlich viel, viel einfacher mit Gläsern, die sich nach oben neigen. Ja, also die so konisch zulaufen zumindest. Weil wenn das Glas jetzt gerade ist, dann ist natürlich die Deko immer, macht's flop und die Deko ist dann gleich unten. Das ist ziemlich doof. Ja. Und dann ist auch, bin ich natürlich schon gefragt worden gerade, ob das jetzt alles ist, weil das sonst so nackig aussieht. Ich hab da noch so einen Gedanken. Ich habe gedacht, man könnte jetzt ja noch, ja, je nachdem, von wo man sieht. Ich mache es jetzt so von eurer Seite, dass man sieht. Man kann einfach noch so einen Birkenast dazulegen, ja, als Deko. So. Und des Weiteren kann man ja genauso auch nochmal das Material, das man mit, ich habe es jetzt ein bisschen gerupft schon, ja, aber das Material, mit dem man diese schönen Kettchen gewickelt hat, das kann man natürlich auch noch mit mal dazu dekorieren. Einfach so willkürlich ein paar Zimtstangen. Ach, die Zimtstangen, da habe ich natürlich eine schöne Idee. Eine Orangenscheibe dazulegen. Und mit den Zimtstangen, da würde ich jetzt zum Beispiel so ein kleines Päckchen machen. Ich würde sogar noch ein paar mehr nehmen. Und die kann man dann, wenn man so ein Päckchen wickelt, ja, einfach so zusammenwickeln, dann kann man die sehr schön hinstellen. Ja, kann man in ganz vielen Arbeiten wie so ein Zimtstangenbündelchen schön dekorieren. Und das ist immer so ein kleiner Hingucker und eine nette Deko. So. Und das kann man jetzt einfach hier dazustellen. Moment.
muss mir kurz in dem Draht hier, das ist jetzt natürlich nur alles nur gelegt, ja, deswegen fällt es jetzt auch um. Aber so ein Zimtstangenpäckchen kann man noch schön, schön einfach dazustellen. Das Ganze auch von der anderen Seite, so nach Wunsch. Man kann auch ein bisschen Moos noch nehmen. Aber ich würde eigentlich diese Schieferplatten, um diesen schönen puristischen Gedanken nicht zu stören, ich würde diese Schieferplatten tatsächlich, würde nicht viel, ich würde wirklich nur ein bisschen was dazu dekorieren, weil es eben dieses schöne Minimalistische ist. Und mit den Teelichtern ist man ja total flexibel. Die einfach ein Teelicht wieder reingeworfen, neues und schon geht's weiter. Und das sind jetzt auch 8 Stunden Teelichter, die brennen also richtig schön lang. Ja, habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Das ist auf jeden Fall für heute meine erste etwas außergewöhnliche Adventskranz-Idee. Der Adventskranz mit Gläsern und eben nicht so klassisch grün. Lässt sich eigentlich theoretisch auch jetzt schon schön vorbereiten. Und ist auch mal für ein modernes Haus mal was ganz anderes als das, was man immer hat, der runde Kranz mit 4 Kerzen. Ja, und dazu natürlich die tolle Geschenkidee, die wir hatten mit dem Feuerzeug. Was ich auch echt super cool finde. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und gibt jetzt noch viel mehr Weihnachtsideen. Und es lohnt sich auch immer, das Video von vorne bis hinten zu gucken, weil dazwischen gibt es immer ganz viele Tipps und Tricks, das wisst ihr ja. Für heute verabschiede ich mich und wünsche frohes Gestalten und alles Liebe von eurer Margit. Tschüss! Thank you.